Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu CMC Espresso. Ich freue mich, dass Sie wieder einschalten. Eine Studie von einem Analysten zu Apple belastete gestern ja nicht nur die Aktie, sondern eigentlich die ganze Stimmung an der Wall Street. Die Tech-Aktien gestern wurden verkauft. Da hatte gestern ein Analyst Apple abgestuft und meinte, dass das Jahr 2018, also der hat weit zurückgeblickt, das sei für den Technologiesektor schon nicht gut gelaufen, weil der Tech-Sektor als Ganzes nicht so stark von der Steuerreform profitieren konnte wie andere Sektoren. Und nun erwartet der Analyst, der kommt von Bernstein, auch für die kommenden 12 Monate ein schwaches Geschäft bei Apple, nachdem die letzten beiden Quartale wohl auch nicht so gut gewesen sind. Die Märkte, das ist ja ein bisschen so ein Sinnbild für vieles. Wir hatten jetzt mehrere Gewinnwarnungen schon, um die große Frage im Raum steht, kommen noch weitere. Die Märkte, die stürzen sich auf die Wahrscheinlichkeit jetzt zurzeit, dass die Zentralbanken bald die Zinsen senken werden. Aber selbst wenn die Fed die Zinsen senkt und man zu den optimistischsten Anlegern da draußen zählt, dann wird man auch dann in diesem Fall erst in 6 Monaten nach Anzeichen sich umschauen können, wo sich diese Senkung der Leitzinsen wirklich in echten Daten ausgewirkt haben wird. Oder vielleicht wirkt sich auch gar nicht aus. Viel früher als in 6 Monaten wird eine Zinssenkung sich in den harten Daten nicht zeigen. Also kann es gut sein, dass auf die Märkte in der Berichtssaison, die jetzt beginnen wird nächste Woche mit Citigroup und den US-Banken, viele Gewinnwarnungen hereinprasseln werden. Und viele Anleger sehen diese Diskrepanz immer offensichtlicher zwischen hohen Bewertungen und fehlendem Gewinnwachstum. Und das ist eine potenzielle Gefahr für die Märkte. Für den Vorsitzenden der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, wird diese Woche wohl die vorläufig wichtigste seiner Karriere, da er vom amerikanischen Präsidenten, wie wir alle wissen, ja unter Druck gesetzt wird und jetzt auch von den Märkten, die mit 95% Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass die Fed Ende des Monats an der Zinsschraube drehen wird. Am morgigen Mittwoch muss Jerome Powell Abgeordneten des Bankenausschusses des Repräsentantenhauses und allen Händlern, die zuhören, werden erklären, ob das auch so kommen wird nach den starken Arbeitsmarktdaten vom Freitag oder ob sich die Fed vielleicht noch mehr Zeit lassen will, um hier die Daten zu beobachten. Da der S&P 500 für amerikanische Standardaktien gerade erst ein neues Allzeithoch ausbildete, ist das Enttäuschungspotenzial entsprechend hoch, was diese geldpolitischen Erwartungen angeht. Ein Szenario halte ich für sehr gefährlich, jenes, dass die Fed zum Handlanger der Märkte wird und die Kurse durch voreilige Zinssenkungen noch weiter auf neue Rekordstände hievt, das mit dieser eineinhalbjährige Seitwärtsphase nach oben total auflösen, die Märkte einen Sturm nach oben machen. Und wir dann in 3 bis 6 Monaten merken, ups, das Wachstum von den Gewinnen und ist nicht wirklich zurückgekehrt. Und dann wäre nämlich die Fallhöhe dann einfach nur noch viel höher. Aber warten wir es ab. Bisher gibt es im DAX einen normalen Rücklauf und einem Top ist bisher technisch, zumindest im Tageschart, nichts zu sehen. Es könnte aber tiefer gehen. Die Kurslücke des G20-Wochenendes könnte geschlossen werden. Da könnte man einen Rückgang noch sehen, bis auf 12.400 Punkte. Das ist so eine gute Orientierungsmarke auf den heutigen Tag, um dort zu sehen, kommt da zusätzlicher Verkaufsdruck rein oder stabilisiert sich der Index dort wieder. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien. We'll be right back.